When I look at all around us, I see this wonderful ways in which nature utilizes what we would call self-organization to create structure, patterns, to create organisms. Can we take inspiration from this? Ömer İlday's Forschung ermöglicht die Herstellung ultraschneller Laser, die unter anderem bei der Präzisionsbearbeitung und den medizinischen Anwendungen eingesetzt werden. An der Ruhr-Universität in Bochum möchte er sich vermehrt der Reaktion von Materie auf Laserlicht widmen. Mit seiner Frau Serim İlday arbeitet er an der Zukunftsvision eines 3D-Atomdruckers. It's a very general capability in a situation where you'd like to fabricate a material or a structure as a candidate for large impact. Probably medical fields, creation of prosthetic elements or creation of complex devices. And this is one way of giving back to the society if our intellectual work results in better lasers, better processes, maybe more efficient manufacturing technologies or some medical applications that would make me the proudest. Sein Fokus liegt auf der nichtlinearen Wechselwirkung zwischen Materie und Laserlicht mit hoher Intensität. Diese Wechselwirkung tritt auf, wenn das Laserlicht ein Material verändert und dadurch wiederum die nächste Interaktion beeinflusst. Auf diesem Effekt beruht auch İlday's Methode der Ablationskühlung, die eine besonders schnelle und präzise Entfernung von Materialien, beispielsweise menschlichem Gewebe, ermöglicht. Zukünftig möchte der Physiker erforschen, wie die Wechselwirkungen genutzt werden können, um komplexe Materialien zu erzeugen. A lot of the times I realize what you're going to end up with eventually is going to be quite different than from what you started out to get. But that's part of the game, and sometimes what you learn along on the way is even more important than the end goal.